Heute ein kurzes Ganzkörper-Workout. 6 Übungen, 2 für jede Partie des Körpers, würde ich sagen. Und genau, ihr braucht nichts außer ein Handtuch und circa 10 Minuten Zeit. Das heißt, die Übungen, die ich euch gleich vormache, am besten 2 bis 3 Runden nachmachen. Und dann seid ihr, glaube ich, gut dabei. Bitte stellt auch sicher, dass ihr vorher schon ein bisschen warm seid. Wenn ihr da irgendwie Tipps braucht, wie man sich richtig aufwärmen kann, dann könnt ihr gerne schreiben oder auch in die Kommentare schreiben. Nur so viel dazu. Als erste Übung, wir fangen an mit 2 Beinübungen, gehen wir in den Squat Jump. Stehen hier ein bisschen schief, egal. Und wir gehen hier einmal in den Squat und springen, wie der Name sagt. Das Ganze machen wir 10 Mal. Für die nächste Übung braucht ihr auch hier wieder einen sicheren Stand. Wir gehen in den Lunge. Das heißt einmal nach hinten, Oberkörper gerade, Bauch angespannt. Wir gehen einmal runter und kicken dann nach oben. Das Ganze machen wir auf 10 Mal pro Set. Die Seite wechseln. Die Balance zu halten ist hier ein bisschen schwer. Und 10. Als nächste Übung machen wir Dips. Bedeutet, wir gehen hier einmal in die Plank-Position, die Schultern sind von den Ellbogen und dann tippen wir uns einmal wortwörtlich auf die Schulter. Das Ganze machen wir 20 Mal, damit die Knie schön angespannt lassen und los. Als nächstes bitte einmal das Handtuch zur Hand nehmen und wir rudern. Ganz wichtig hierbei, diese Übung lebt davon, dass sie das Handtuch unter Spannung hält. Wenn man den Sekt, das macht die ganze Anstrengung aus. Das heißt, Spannung aufbauen über den Kopf und dann langsam runterziehen bis vor die Brust. Ganz wichtig, ihr müsst es in den Schulterblättern und im Rücken spüren. Das Ganze machen wir langsam 15 Mal. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Übungen für den Bauch. Hier machen wir einmal Crunches, aber mit Handtuch. Das bedeutet, wir legen uns hin, Arme lang machen nach hinten und dann kommen wir 15 Mal im Crunch nach oben und strecken uns hier aus. Das heißt zurück.
Cinco. Cardio-Finisher. Diesmal aber nicht Birdie, sondern 40 Sekunden Markenkleinbein. Wir gehen einmal wieder in die obere Plank-Position. Ziehen dann jeweils ein Bein nach vorne zur Hand hin. Und jetzt gehen wir ein bisschen Gas. 40 Sekunden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen K.O. Tschüss!